Hallo, ich begrüße Sie zum nächsten Master-Veranstaltungsvideo für das Modul Methoden der Fernerkundung. Worum wird es heute gehen? Ich werde ein bisschen Begriffsdefinition der Fotogrammetrie und die Einsetzbarkeit der Fotogrammetrie aufzeigen oder kurz besprechen und den mathematischen Zusammenhang, der für jede Fotogrammetrie-Software auch im Vorfeld stattfinden muss, und zwar den Bezug zur Kamera selbst zu schaffen. Dies gelingt dann über die Kamerakalibrierung, die wir hinreichend oder aussagekräftig mathematisch hier in dieser Veranstaltung dann auch formulieren werden. Mein Video werde ich jetzt nach der Begrüßung abschalten, weil einfach der Fokus dann auf den Folien oder auf dem, was wir machen werden, dann doch liegen soll. Dazu braucht man mich dann hier unten rechts im Bild dann nicht zwingend. Bevor ich mich aber abschalte, noch kurz, was werden wir machen, nachdem quasi auch die Begriffsdefinition und die Abgrenzung oder eben Nicht-Abgrenzung zur Fernerkundung geschaffen wird und der mathematische Zusammenhang dargestellt wurde, möchte ich ganz gerne Ihnen noch einen praktischen Ansatz der Kamerakalibrierung aufzeigen. Das werde ich unter Python mit dem Modul OpenCV tun und dann unter der Verwendung von Schachbrettmustern, dass Sie mal sehen, wie Python bzw. OpenCV dann die Kameraparameter, die wir gleich definieren werden, dann auch bestimmen kann und dann auch Verzeichnungen im Bild korrigiert. Starten wir mit dem Portfolio. Historisch gesehen war es so, dass die Fotogrammetrie eine klare Abgrenzung zur Fernerkundung aufwies. Das ist einfach aus den Zeiten geschuldet, wo die Auswertung noch rein interaktiv stattgefunden hat. Da beide Fachbereiche, wenn ich es so betiteln darf, unterschiedliche Zielsetzungen haben. Die Fotogrammetrie zum Beispiel hat ihren Fokus ganz klar in der geometrischen Referenzierung von Bildern. Also wie ich da dreidimensionale geometrische Verbindungen unterhalb der Bilder schaffe, wohingegen wir in der Fernerkundung mehr den analytischen Prozess betrachten. Also wie bringe ich zum Beispiel Bilddaten im Einklang mit physikalischen Daten, die dann auf der Erde, auf Planeten oder von sonstigen Sensoren halt gemessen werden. Und das wurde ja schon hinreichend beschrieben, der Fernerkundungspart, und hier geht es dann heute mehr um den Teilbereich der Fotogrammetrie. Wenn Sie bei YouTube mal Fotogrammetrie als Suchbegriff eingeben, werden Sie viel finden im Bereich der 3D-Rekonstruktion für ja aus einem Sammelsurium an Bildern und mit diversen Softwares dann auch ein 3D-Modell rauszurechnen, was dann immer über Feature Detection läuft und Ausrichtung der Kamera. Wo es in diesem Video eher drum geht, ist dann, wie komme ich überhaupt dahin, dass ich meine Kamera hinreichend beschreiben kann, um dann in Zukunft die Bilder auch sauber und adäquat aufeinander abzupassen, aufeinander zu legen und zu stitchen zum Beispiel. Dafür muss natürlich auch genügend Informationen über die Kamera selbst vorliegen. Und diesen Prozess, wie ich mir Informationen von der Kamera fernab des Datenblattes dann auch extrahieren kann und womit ich dann in Zukunft Bilder erstmal vorprozessieren kann, bevor nächste Schritte stattfinden können. Grundsätzlich, wie bei der Fernerkundung, auch in der Fotogrammetrie und auch dann nachher für unsere Kamerakalibrierung, beginnt der Prozess immer mit Aufnahme eines Objektes. Damit ist gemeint, ich nehme zum Beispiel ein Objekt unter verschiedensten Winkeln auf, wobei es zu beachten gilt, dass die Kamera dabei idealerweise nicht gedreht wird, sondern einfach im Raum bewegt wird um das Objekt herum. Solche Aufnahmen sind grundsätzlich möglich mit passiven und aktiven Sensoren, wobei wir uns in der Vorlesung dann natürlich auf die passiven Sensoren beschränken, aus dem einfachen Grund, dass wir einfach auch im fernerkundlichen Teil
natürlich hauptsächlich mit Kameras zu tun haben, aber nichtsdestotrotz wären auch aktive Sensoren möglich, wie Laserscanner, die dann aber keine Bilder in der Hinsicht mehr, sondern Punktwolken oder dergleichen darstellen. Wie auch schon eingangs erwähnt und wie das dann auch die Software macht, geht es hauptsächlich natürlich um den Prozess der 3D-Gewinnung. Also das bedeutet Information aus den Bildern herausnehmen und dass wir dann eine 3D-Rekonstruktion des Objektes vollziehen können. So. Und der wichtigste Punkt, und das ist auch das, was uns dann auf die nächsten Schritte führt, ist natürlich die Wiederherstellung der Abbildungsgeometrie. Das bedeutet, wir haben die Kameras zum Objekt gestanden, dass wir dann auch zurückrechnen können auf verschiedenste Parameter, um dann auch die Bilder adäquat aufeinander stitchen zu können. Das ist so der Hauptprozess. Wenn aber natürlich Informationen von Kameras benutzt werden für klare Definitionen oder für Dinge, die wir sonst so brauchen, gilt es erstmal, die verschiedensten Parametern in zwei Gruppen einzuteilen. Einmal sei es da zu nennen, die intrinsischen Parameter, das sind kameraspezifische und unabhängig vom Weltkoordinaten- oder Kameraaufbau. Dabei ist aber nicht der Kameraaufbau intern gemeint, sondern der Kameraaufbau im Raum. Also die intrinsischen beschreiben grundsätzlich alles innerhalb der Kamera und sind bei Aufnahmen mit gleichen Kameras dann natürlich kontinuierlich gleich. Es gilt natürlich zu beachten, wird eine andere Kamera verwendet, sollte dieser Prozess eventuell wiederholt werden. Extrinsische Parameter beschreiben die Lage im Raum und modellieren somit quasi die Transformation vom Weltkoordinatensystem in das Kamerakoordinatensystem. Und für die Ermittlung dieser intrinsischen Parameter verwenden wir dann auch die Kamerakalibrierung. Aber was ist gemeint mit Modellieren vom Weltkoordinatensystem in das Kamerakoordinatensystem? Hier zu sehen, beschreiben wir grundsätzlich einmal den Weltpunkt mit Groß X. Die Fettschrift soll einen Vektor darstellen. Ist natürlich hier in der Darstellung etwas unglücklich. Aber mit den Komponenten X, Y, Z. Die Bildpunkte, die hier dann auf der Bildebene entstehen, beschreiben oder werden dann über klein x, klein y beschrieben. Und ein Parameter, den wir schon kennen, ist die Brennweite. Das ist der Abstand des Zentrums des Kamerakoordinatensystems bis dann zur Bildebene. Es gibt für die Bildebenen zwei unterschiedliche Lagen. Es gibt einmal die Positivlage, das bedeutet, wir haben hier diese virtuelle Bildebene und betrachten dann quasi diesen Weltpunkt im direkten Kontext oder beziehungsweise auf dem direkten Strahl über die Bildebene. Es gibt die aber auch in Negativlage und dann gilt es natürlich zu beachten, dass sich das Bild einmal dreht. Für jetzt die ersten Berechnungen vom Bildpunkt und Weltpunkt können wir das über einen Strahlensatz bestimmen. Dazu haben wir einmal die Großkoordinate x und die z-Koordinate. Dazu nochmal, es ist wichtig, dass wir quasi die optische Achse in die z-Komponente des Kamerasystems betrachten. Und die Brennweite zum kleinen x, und das muss sich gleich verhalten in Näherung. Und somit lässt sich dann das x darüber bestimmen, dass wir sagen, f geteilt durch die z-Komponente mal x. Dazu mal noch eine kleine Grafik, die das dann vielleicht ein bisschen besser verdeutlicht. Ich ziehe mir hier mal kurz ein zweidimensionales Koordinatensystem rein. Und sage, dass an dieser Stelle dann mein Objektpunkt ist
Und das ist die Größe y. Dann haben wir hier einmal in Negativlage das verkleinerte Objekt. Und das Ganze folgt natürlich dann einem Strahl. Das hier ist dann klein y. Wir hatten definiert gehabt, dass das die optische Achse ist. Hier haben wir unseren Durchgang. Die Größe kennen wir. Entschuldigung, das sieht etwas schief aus. Diese Größe hier ist dann unsere Brennweite und im gleichen Abstand schematisch können wir sagen, das ist unsere virtuelle Bildebene in Positivlage. Und wir kennen quasi von hier den Begriff für Z als Objektweite. Und auch wie es dann eben schon im Formelwerk, wie es schon angezeichnet hatte, gilt dann natürlich für dieses Verhältnis. Oh, hier fehlt auch noch eine Beschriftung. Das ist genauso F. Dass dann F im Verhältnis beziehungsweise klein y im Verhältnis zu f das gleiche sein muss wie groß y im Verhältnis zu z. Und das führt uns dann auf die wie eben definierte Formel. Und damit haben wir den Zusammenhang von Bildpunkt hier zu Weltkoordinate. Analog gilt das Ganze natürlich auch für x. Da bleibt der Strahlensatz und die Überlegung gültig. Genau. Wichtig ist natürlich, jede Bildpunkte oder jede Weltkoordinate, also die Objektpunkte, die sich auf diesem Strahl befinden, also auf dem Projektionsstrahl, erzeugen den gleichen Bildpunkt quasi auf dieser Ebene. Das ist in diesem Punkt auch nochmal wichtig, dass das aufgegriffen wird. So, also sind diese Sachen allgemeingültig. Jetzt gibt es noch ein Problem. Wenn ich das hier aufzeigen darf, dieses 1 durch z, das, was wir hier vorne unten in der Formel definiert haben, führt dazu, dass wir eine Problematik bekommen bezüglich der Matrizenschreibweise, weil wir können Matrizen in der Multiplikation, auch in der Addition definieren, haben aber keinen Matrizenformalismus für dieses 1 durch z. Dadurch wird ganz gerne in der Computergrafik, wie auch dann in diesem Bereich, die euklidischen Koordinaten in homogene Koordinaten überführt. Diese Überführung oder diese Umrechnung von euklidisch in homogen gestaltet sich sehr, sehr, also es ist sehr trivial, weil die Dimension einfach nur um 1 erweitert wird und damit diese erweiterte Dimension mit 1 geführt wird. Bei 3 Dimensionen wird daraus folglich dann ein vierdimensionaler Vektor. Zur Abgrenzung schreibe ich die homogenen Koordinaten auch in eckigen Klammern, dass man direkt immer weiß, um welche Punkte es sich dann jeweils handelt. Allgemein gilt genauso x, y, 1 ist genau das gleiche wie k, x, k, y und k, für alle k ungleich 0.
Weil wenn k gleich 0 wäre, hätten wir 0 Vektor. Allerdings gibt es hier auch noch einen Aspekt, wenn dieses k, ach das x, y, 1, wenn die 1 zu 0 wird, spricht man dann von einem unendlichen Fernpunkt. Dieser Begriff kommt aus der projektiven Geometrie. Ja, und stellt quasi das gegenüber, dass parallele Linien sich im unendlichen Punkt dann auch irgendwie treffen. Als kleines Gedankenbeispiel dazu, stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Straße mitten drauf und schauen Richtung Horizont. Sie wissen, dass die Straßenränder parallel zueinander laufen, aber rein optisch laufen diese Punkte irgendwann mal für Sie in Richtung Horizont näher zusammen. Ja, und das beschreibt das dann insgesamt so ein bisschen. Wie können wir uns aber das Ganze geometrisch vorstellen und was bietet das letztlich für einen Vorteil? Dazu nochmal hier in dieses Notebook rein. Ich lösche hier einmal kurz schnell alles. Füge mir hier nochmal ein dreidimensionales rein, beschrifte auch zugleich schon die Achsen, definiere die hier als Z-Achse, das hier ist die Y und das ist die X-Achse. Wenn wir jetzt diesen Punkt als 1 definieren und sagen, dass der euklidische Punkt vorher xy dann auf xy 1 geschoben wird in den homogenen Koordinaten, bedeutet das ja nichts anderes, wie dass diese Ebene, also die xy-Ebene auf der z-Achse um 1 verschoben wird. Also, dass das Ganze in dem Bereich nachher so aussieht. Man verzeiht mir bitte meine schlechten zeichnerischen Fähigkeiten. Also das ist dann die neue Ebene, die dann betrachtet wird. Und der Bildpunkt, den wir vorher beschrieben haben, jetzt mit den Koordinaten x1, y1, 1, lässt sich dann auch beschreiben als Gerade von dem Ursprung hier bis dann zu dem Bildpunkt an dieser Stelle. Ja, und das hat dann einfach den Vorteil, dass wir bei Translation oder bei den ganzen Beschreibungen, wenn sich insgesamt das Koordinatensystem verändert, wir den Ursprung beibehalten können und das Ganze über eine Geradengleichung definieren können, was dann grundsätzlich auch auf diese Gleichheit von, was wir eben hatten, xy 1 ist genau das gleiche oder verhält sich gleich wie kx, ky und k. Ja, weil es letzten Endes ein Wandern dann auf dieser Geraden eigentlich entspricht. Okay, das ist dann die Einführung der homogenen Koordinaten. Als erste Beschreibung, und das ist ja das, was wir insgesamt suchen, wenn ich hier nochmal das Notepad aufmache, insgesamt suchen wir ja einen Zusammenhang, der uns die Weltpunkte in eine direkte Verbindung bringt mit den, also die Bildpunkte mit den Weltpunkten in linearen Zusammenhang setzt, damit wir einfach die komplette Abbildung mathematisch beschreiben können. Also um das nochmal kurz aufzugreifen, wir suchen... Falscher Stift. Wir suchen diesen Zusammenhang. Klein x soll sein P
als Projektionsmatrix mal Groß X und dabei nenne ich das XB für Bild und XW für Weltkoordinaten. Und genau diese Projektionsmatrix ist gesucht. Grundsätzlich können wir aber schon mal definieren, dass P zumindest eine Matrix in der Größenordnung ist 3 kreuz 4. Warum muss das so sein? Ich zeige es nochmal, damit wir es berechnen können. Muss hier 3 kreuz 4 sein, weil wir letzten Endes auch in den homogenen Koordinaten für die Weltpunkte dann einen vierdimensionalen Vektor haben. Und damit das überhaupt berechenbar wird, brauchen wir dann folglich auch eine 3 kreuz 4 Matrize. Und wir wollen natürlich auch dann etwas Dreidimensionales zurückbekommen, was dann unsere Bildpunkte in homogenen Koordinaten darstellt. Als ersten Parameter, den wir auf dieser Projektionsmatrix dann definieren können und den wir auch dann stehen haben, ist dann die Brennweite F, die dann auch als Einträge hier in der Projektionsmatrix zu sehen sind. Als nächsten Anpassungspunkt oder überhaupt als ersten Anpassungspunkt gilt es, dass der Hauptpunkt der Principal Point der virtuellen Ebene oder der Kameraebene, der Bildebene nicht zwingend auf der optischen Achse liegen muss. Das ist sogar sehr, sehr häufig so und das muss angepasst werden. Zusätzlich ist es so, dass das Sensorkoordinatensystem häufig ein umgekehrtes aufweist. Auch dazu vielleicht eine kurze Skizze. Wenn wir hier unser Bild, das Koordinatensystem für unser Bild haben, dann suchen wir genau diesen Punkt. Das ist unser Principal Point mit den Koordinaten, das ist P0 mit den Koordinaten 0, 0. Und häufig haben dann solche Koordinatensysteme genau hier oben oder unten links, das kommt auch immer ganz drauf an, hier ihren Ursprung. Und das ist dann der Punkt P an den Stellen Px, Py. So. Und genau diese Parameter suchen wir, beziehungsweise wollen wir in der Kamerakalibrierung bestimmen und stellen somit dann auch gleichzeitig zusätzliche Parameter da, die dann unsere Projektionsmatrix auch erweitern. Dadurch erweitern sich auch die Anzahl der Freiheitsgrade als Brennweite und die zugehörigen Punkte, an denen unser Ursprung liegt. Und zusätzlich multiplizieren wir die Brennweite mit minus 1, um den Aspekt des umgekehrten Koordinatensystems umzukehren. Als nächste Anpassung, die uns zusätzlichen Freiheitsgrad in die Gesamtrechnung mit einbringt, ist, dass Sensoren haben ihr eigenes Einheitensystem, die dann Pixel genannt werden. Häufig ist es so, dass auch Kameras nicht zwingend einen quadratischen Pixel aufweisen, sondern mehr einen rechteckigen. Das führt zu zwei Skalierungsfaktoren, einmal für die X, einmal für die Y-Richtung. Die Skalierungsfaktoren ergeben sich aus dem Kehrwert der Pixelgröße. Und somit haben wir folglich vier Freiheitsgrade, um den ganzen Prozess in sich darzustellen. Ja? Um es einfach grob dann auch aufzuzeigen. Genau. Als kleines Beispiel könnte man sich dann auch mal, wo habe ich es? Entschuldigung. Das dann mal bei Node nochmal angucken, wie dann auch die einzelnen Parameter sich dann in dieser Projektionsmatrix ergeben. Ich lösche hier nochmal. So, stellen wir uns vor, normale Lochkamera mit einer Größe von
2048 mal 2048. Einer Brennweite von 17,526 Millimetern und einer Pixelgröße von 5,5 Mikrometer. Daraus ergibt sich dann in den bisherigen Betrachtungen zum Beispiel für die Projektionsmatrix die Einträge minus 17,526 mal dem M-Faktor 1,51 durch 5 Mikrometer. Das Ganze auch auf dem hier mal 1,55 Mikrometer. Tausendvierundzwanzig So, damit ist als kleines Beispiel schon mal die ersten Parameter, die wir schon bestimmen konnten, die sich ablesen lassen, die dann auch unsere Kamera oder unsere Projektionsmatrix bestimmen. Als einen theoretischen Ansatz gibt es noch die Möglichkeit der Verzerrung, auch wenn das eher nicht der allzu häufigste Fall auftritt, aber auch dafür wird ein Parameter allgemein in der Projektionsmatrix vorgesehen mit S und erhöht damit unsere Freiheitsgrade, sodass wir 5 Freiheitsgrade in der Beschreibung insgesamt haben. Eingangs hatte ich davon gesprochen, dass wir grundsätzlich 2 Parametersätze haben. Wir haben einmal die intrinsischen Parameter und die extrinsischen Parameter. Dabei beschreiben die intrinsischen Parameter genau unsere Kamerakalibrierungsmatrix, die dann hier auch mit K zu sehen ist und den zugehörigen Einträgen. Und dann in erster Instanz erstmal mit der Einheitsmatrix erweitert um einen Nullvektor, also Spaltenvektor erweitert, dann unsere externe Matrix bestimmt. Entschuldigung. Um dann die extrinsischen Parameter auch noch mit rein einzubeziehen, werden dann noch die Translationsvektor und die Rotationsmatrix dann ersetzen, dann folglich die vorher definierte Einheitsmatrix, sodass wir dann schreiben können, dass der Bildpunkt abhängig ist von der Kameramatrix mal der externen Matrix mal dem Weltpunkten. Und dafür gilt dann auch folgender Zusammenhang. Wir können das hier unten noch, wie wir eben hatten, x ist dann gleich k mal rt mal x. Und das ist dann das gleiche wie R T01 mal X. Und es gilt, T ist gleich minus R mal C. Und C stellt
Dann unser Kamerakoordinatensystem da. Zu jedem Bildpunkt, das, was wir ermitteln, generieren wir gleichzeitig zwei Bildpunktpaare. Und durch die zuvor beschriebene Rotationsmatrix und den Translationsvektor erweitern wir quasi die Freiheitsgrade um zusätzliche 6, sodass wir in der Summe auf 11 Freiheitsgrade kommen. Und diese Freiheitsgrade bzw. die daraus resultierenden 11 Gleichungen, die wir lösen müssten, oder beziehungsweise wir brauchen 11 Gleichungen, um das überhaupt lösen zu können. Was noch wichtig ist, dass die Matrix K mal R, also die Kalibrierungsmatrix und die Rotationsmatrix, den Rang 3 haben müssen, da sonst Abbildungen in der Linie und Punkt erfolgen. Also wir brauchen drei linear unabhängige Spalten bzw. Zeilen. Und der Kameraursprung befindet sich immer im Unendlichen. So. Durch Auflösen dieser Gleichungen bzw. dieses Zusammenhangs hier unten kommen wir dann auf eine Beschreibung für jeden Raumbildpunktpaar, dass die X-Komponente und Y-Komponente über die Projektionsmatrix und liefert uns zahlreiche Gleichungen. Wir bräuchten 5,5 Punktpaare, um die 11 Gleichungen zu erfüllen und können das aber nur mit 6 Bildpunktpaaren lösen. Das führt zu folgendem Problem: Das Gleichungssystem ist überbestimmt und lässt sich so hinreichend dann einfach nicht mehr lösen, sondern es ist das Verfahren der kleinsten Fehlerquadrate anzuwenden, um den Fehler insgesamt zu minimieren. Für die Ermittlung der Parameter über Singulärwertzerlegung lässt sich sagen, die Singulärwertzerlegung basiert vom Grundgedanken her ähnlich wie bei der Eigenwertfindung bei n kreuz n Matrizen, nur dass die Singulärwertzerlegung dann Gültigkeit besitzt für Matrizen, die der Form n kreuz m aufweisen. Bei Kalibrierungen mit Ebenen, also das bedeutet wie mit einem Schachbrettmuster, wo wir wissen, dass die Z-Komponente gleich 0 ist, wird das Verfahren der diskreten Lineartransformation zur Minimierung der Lösung verwendet. Warum Minimierung der Lösung? Wenn die Z-Komponente quasi 0 ist, ich möchte es hier nochmal in der Projektionsmatrix kurz aufzeigen, wenn die Z-Komponente unten 0 wäre, würde die dritte Spalte hier quasi nicht mehr existieren, weil sie zu 0 wird und deswegen wird dann gerne auch mit diesen Schachbrettmustern Kameras kalibriert und Parameter bestimmt. Wichtige Parameter, die es auch gleichzeitig mit der Kamerakalibrierung zu bestimmen gilt, sind die Verzeichnungsparameter. Und grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Verzeichnungsarten. Einmal die Radialverzeichnung, wie sie dann auch hier rechts im Bild zu sehen ist. Dass wir Kissen- oder Tonnenförmige haben, idealerweise natürlich keinerlei Verzeichnung. Und tangentiale Verzeichnung, das bedeutet, wenn die Bildebene und die Linsenebene nicht sauber plan parallel zueinander liegen. Für die Radialverzeichnung kriegen wir einen Parametersatz von K1, K2 und K3. Und für die tangentiale Verzeichnung P1 und P2, die dann korrigiert, die dazu dienen, um Bilder für die Verzeichnung zu korrigieren. Was für aus dem Aspekt heraus wichtig sein kann, für Bilder auch übereinander zu legen. Als nächsten Punkt möchte ich ganz gerne mit dem Anwendungsbeispiel fortfahren. Dazu öffne ich hier mein Jupyter Notebook, wenn es sich dann öffnen lässt. Da habe ich es. Ich habe hier nur schon mal die Import CV2 hinzugefügt. Das ist einfach nur die ganz normale, beziehungsweise was heißt normale? Das ist die Standardbibliothek für OpenCV und die GLOB
habe ich importiert für die Beschreibung der ja, also für das Einlesen der einzelnen Bilder. Genau. Ich könnte auch, glaube ich, gerade mal so. Wir importieren zusätzlich noch NumPy als SNP und importieren die Matplotlib zur Darstellung dann nachher der einzelnen Bilder. Ups, Tippfehler. Genau. Ich habe schon mal für die Vorbereitung ein paar Bilder von einem Schachbrettmuster aufgezeichnet. Das werden wir auch gleich dann mal sehen können. Für die Größenverhältnisse wählen wir quasi auch erstmal hier ein Bild aus. Nehmen einfach dann einen zugehörigen Ordner beziehungsweise ja, was heißt zugehörigen Ordner? Also da, wo Sie selber dann auch die Bilder einfach abgelegt haben, wenn Sie welche aufgenommen haben. Ich wähle hier dann meinen Ordner, aber um die Methode überhaupt Bilder einzulesen, verwenden wir dann die CV2imRead-Funktion und fügen hier quasi in den Hochkommatars dann den zugehörigen Dateipfad ein. Und dann auch den zugehörigen nehme einfach mal das erste Bild und dann haben wir Image Height Image Width, die wir dann und Image Channels, dass wir einen Parametersatz nachher haben, die dann aus dem Bild selber entstehen. So können wir die dann auch weiterverwenden im Kontext dann für Jupyter Notebook oder beziehungsweise der Kamerakalibrierung. Das wollen wir uns mal ausgeben lassen, damit wir einfach sehen, in welcher Größenordnung sich unsere Bilder befinden. Image if Doppelpunkt T und das. Und dann noch ein Format. Den kopiere ich mir, weil ich möchte ja noch die Höhe ausgeben. Damit können wir dann auch immer verifizieren, dass wir auch das Bild geladen haben. Und ja. Und auch direkt die Parameter, die wir vielleicht noch brauchen, überprüfen. Das hat schon mal geklappt. Und wir wollen uns dann kurz auch noch mal das Bild selber angucken. Wie sieht denn das Bild, was wir geladen haben, aus? Dafür verwende ich die Funktion imShow und das Image rein und dann plt.show. Sehr schön. Wie dann hier auch zu erkennen ist, ist dieses Schachbrettmuster
was dann verwendet wird, nicht irritieren lassen. MATLAB verwendet zum Beispiel die Zuordnung der Nullen ein bisschen anders. Python nutzt hier oben die Ecke als Nulllage und rechnet dann, aber da halt nicht irritieren lassen. So. Als nächsten Parameter, den wir dann von der Kamera her auch einfach ablesen können aus dem Datenblatt, ist der Pixel Pitch. Ich habe in dem Fall eine Nikon-Kamera verwendet und für die ganzen Parameter, die wir nachher noch bestimmen wollen, und wie das ja auch in der Projektionsmatrix war, brauchen wir halt die Pixelgröße. Dann brauchen wir Row Chessboard Corners. Das beschreibt einfach, wie viele Ecken es gibt. Und die Zeilen ganz genauso. Und die zugehörigen Abstände der einzelnen Quadrate. Dann hier auch in Millimeter. Ja. Mach hier alles quasi in Millimetern und auch hier das in Millimetern. Wichtig hierbei ist, und das gilt es immer zu beachten bei diesen Sachen. Dazu nochmal kurz das Notepad hier auf. Vielleicht hier nochmal einfach mal gerade alles wegnehmen. Wenn wir ein Schachbrettmuster haben, was zum Beispiel 7 mal 11, das ist das, was ich verwendet habe, dann möchte OpenCV in diesem Fall nicht diese Anzahl von den, das sieht schon krumm aus, sondern wir müssen angeben, wie viele Ecken es auf diesem Schachbrett gibt, damit OpenCV auch die detektieren kann und die dienen dann im weiteren Verlauf dann quasi der Beschreibung. Ja. So. Auch das führen wir aus. So, dann wollen wir Object Points. Zeros. Und dann generieren uns hier dann eine Nullmatrix. Chessboard Corners. In der Größe natürlich, wie wir auch an Ecken auf dem Schachbrettmuster haben. Für die Kanäle. Als np.float 32. Wir treffen hier noch innerhalb dieser Matrix ein paar Anpassungen. Punkt T,
Reshape. Minus 1, 2. Und bringen hier dann unsere Größe des jeweiligen Schachbrettecken bzw. der einzelnen Flächen der Quadrate. Ja. Wir laden uns dann noch die ganzen Bilder rein, die ich aufgenommen habe mit der Kamera. Es ist immer vorteilhaft, mehrere Aufnahmen zu tätigen, um einfach auch aufgrund dessen, dass wir ein überbestimmtes Gleichungssystem haben, je mehr Bilder wir haben, umso geringer wird der Fehler. Und von daher nutzen wir das dann auch, dass wir mehrere nehmen. In der hier verwende ich dann auch hier, natürlich nur mit einem Hochkommata, nicht mit zwei. Das ist so ein klassischer Copy-Paste-Fehler. Ich definiere halt einfach nur und sage, dass alle Bilder, die mit JPEG enden, dann auch für die weitere Betrachtung herangezogen werden sollen, sodass wir dann auch die reinladen können, die dann nachher auch der Kalibrierung dann auch dienen. Entschuldigung. Damit haben wir jetzt quasi eine Liste erstellt, das mal kurz zum Zeigen. Das kann man mal hier schließen. Und wie man dann sieht, erstellt er einfach eine Liste von allen Objekten, die er gefunden hat, die dann auch mit JPG enden. So. Im nächsten Schritt wollen wir uns dann leere Listen erzeugen, einmal für die Objekt und dann noch die Image Point. Das sollte man nur richtig schreiben. Und wir iterieren das Ganze. Für den Index und den Filename in Enumerate Images iterieren wir das Ganze. Und sagen hier Image ist dann wieder cv2. Im Read für fname und das gray image ist dann cv2.convert color für das Image und dann manchmal ist es dann doch einfacher, das zu schreiben, weil er einfach viel vorschlägt. Zu grau. Damit wir auch während des ganzen Prozess auch wissen, was gerade passiert, implementiere ich hier eine kurze Konsolenausgabe und dann Detection Corners Picture. Das Backslash steht einfach nur für so ein Tab. Und Format und sage hier
der Index plus 1. Ja, man darf nicht vergessen, dass die Vorschleife, wenn ich keine, die nicht explizit bei einem Startwert loslaufen lasse, startet sie bei 0 und ich möchte aber in der Ausgabe dann, dass das erste Bild, zweite bis zum letzten Bild so hoch gezählt wird. Dann starten wir auch gleichzeitig mal die Ausgabe der eingelesenen Bilder. Und plt.show. Damit wir nachher auch was sehen, setze ich hier mal die Größe hoch. Das skaliert mir das Ganze einfach nur. So, dann haben wir Red und Corners. Das sind nachher dann die Punkte, die ihr in den jeweiligen Bildern auch findet. Gray Image in Column Chessboard Corners und Row und None. Red ist einfach nur eine Boolean-Variable, die dann uns auch sagt, ob der Prozess in sich funktioniert hat, dass Ecken gefunden wurden. Und dann fügen wir diese Punkte der jeweiligen Liste hinzu. Einmal die große mit dem großen P, Object Points und Image Point. Fügen wir dann die detektierten Ecken hinzu. Dann möchten wir ganz gerne, dass er uns das noch einzeichnet, um dann auch das Ganze zu überprüfen. Und das in dem jeweiligen Bild, was wir iterieren. Auch hier gilt es dann so zu definieren, wie wir das im Vorfeld schon hatten. Wir möchten das Ganze auch noch abspeichern. Ich möchte das abspeichern genauso in dem Ordner, wie wir das, in dem Ordner, wie wir das vorher hatten. Diese Autovervollständigung funktioniert hier mit Tab. Und die nenne ich dann Corner Picture Kamera Calibration. Ach, ich brauche noch eine Namens.jpg. Und dann Punkt Format und wieder den Index erhöhen wir um 1. Und das Bild können wir über die Methode cv2.imwrite mit dem write name, was wir definiert haben, für die jeweilige Iteration und dann das Image. Auch die wollen wir uns ein bisschen ausgeben lassen. Ich bin jetzt hier ein bisschen tippfaul, deswegen mache ich das Ganze hier mal gerade mit Copy-Paste. Nur, dass wir hier, genau, dass wir dann
das Ganze so hier auch ausgeben können. Bei mir sind es jetzt ungefähr knapp 20 Bilder. Also nicht erschrecken, wenn dieser Prozess auch ein bisschen dauert, wie man das jetzt auch sehen wird. Und ich bleibe direkt mal auf diesem Bild. Man erkennt, er hat das Bild reingeladen und erkennt dann auch, wenn ich es etwas größer mache, die jeweiligen zugehörigen Eckpunkte. Das Ganze läuft über eine Gradientenanalyse. Also er guckt sich Pixel für Pixel an und sucht, wo verändert sich der Gradient farblich einfach signifikant und weiß dann auch, okay, an diesen Stellen müssen einzelne Eckpunkte des Schachbrettes liegen. Das durchläuft er jetzt mit jedem Bild, so wie es dann auch aufgenommen wurde, und sucht sich so die einzelnen Punkte raus. Also da nicht irritieren lassen, wenn es länger dauert. Das ist auch immer PC-System abhängig. Vor allen Dingen ist es Bildergrößen abhängig. Dazu sei auch gesagt, wir haben das Bild hier nochmal neu skaliert. Ich habe es erst aufgenommen mit 6400 mal 4000, so um den Dreh. Dann braucht er natürlich sehr, sehr lange. Also der Prozess ist natürlich proportional zur Bildgröße und zur Farbtiefe genauso. Auch da gilt es zu beachten, dass OpenCV mit Bildern in der Farbtiefe oberhalb von 10 Bit dann schon Probleme bekommt. Jetzt geht es aber um den entscheidenden Prozess. Und zwar, wir wollen unsere Aussagen, die wir vorher definiert haben, also wir möchten jetzt ganz gerne wissen, wie groß ist denn eigentlich der Abbildungsfehler. Deswegen mean, repro, wenn man schreiben kann, projection error. Wir wollen die Kameramatrix rausbekommen, ja, die Kalibrierungsmatrix. Dann hatte ich ja in den Einzelfolien auch von den Verzeichnungsparametern gesprochen. Deswegen die Distortion Coefficients. Das Ganze kann man natürlich auch abgekürzt schreiben. Ich nutze hier jetzt gerade dann auch das Semantische, dass man auch weiß, was ich hier eigentlich gerade als Variable definiere. Das sind auch die Parameter, die grundsätzlich aufgerufen werden müssen, beziehungsweise auch definiert werden müssen, um die Methode aufzurufen. Calibrate Camera. Was übergeben wir dieser Methode? Na, die gefundenen Objektpunkte. Ups. Image Point. Das zugehörige Gray Image über die Shape Variante Doppelpunkt Doppelpunkt minus 1 und erstmal prüfen. Wir kriegen schon mal keine Fehlermeldung. Und jetzt wollen wir uns die einzelnen Parameter mal ausgeben lassen. Zumindest die uns von den Folien her am meisten interessieren. Das ist die Kameramatrix und wir geben uns aus oder lassen uns ausgeben die Distortion Coefficient und nochmal Print Camera Matrix und Print noch die, ja, setzen Sie mal
in ein Array. Ist die Ausgabe etwas angenehmer. Damit haben wir folgende Kameramatrix, auch in den Diagonalen die 1. Das sind die Abbildungen, die quasi verschoben werden zum Ursprung bzw. zum Principal Point und die Parameter, die wir vorher auch definiert hatten. Was hier noch wichtig ist, dass die Distortion Coefficients, wie sie dann bei OpenCV rauskommen, quasi in der Reihenfolge etwas unnatürlich rauskommen. K1, K2, P1, P2, K3. Ja, das ist das, was bei OpenCV nach der Kamerakalibrierung als Parameter rauskommt. Okay. Den letzten Punkt, den ich dann noch ansprechen möchte, ist, also wir haben jetzt quasi gesehen, wie lade ich die Bilder rein, wie hole ich mir die Informationen dieser detektierten Punkte raus und wie nutze ich das dann für die Kamerakalibrierungsmatrix. Aber es geht natürlich noch darum, dass wir Verzeichnungen rausholen wollen. Dazu laden wir uns nochmal ein x-beliebiges Bild rein, am besten eins, was aus dem Datensatz natürlich herrscht, also was aus dem gleichen Datensatz rührt. Users, Documents, Veranstaltung. Ich wähle einfach mal das, ich will nicht wieder das erste nehmen, ich nehme mal das fünfte Bild. Welches man dafür verwendet, sei Ihnen freigestellt. Dann Image cv2.convertColor. Und dann das Image. Und wir wollen es. Gray. Ah nein. Wir holen hier GB. DST wird dann das undistorted Bild werden. Dafür stellt OpenCV ebenso eine Methode, eine fertige Methode zur Verfügung, wo wir nur noch das Image reingeben, das, was wir betrachten wollen. Wir brauchen die Camera Matrix. Wir wollen die Distortion Coefficients verwenden, das Non nochmal und nochmal die Camera Matrix. Und schauen uns, wir speichern das Bild einfach auch mal. CV2 Image Write. Speichern uns das in den gleichen Ordner oder woanders da, wo es Ihnen beliebt. Und das nenne ich UndisPicture CC und ich habe das fünfte Bild genommen, .pg. Das Ganze wollen wir uns jetzt noch ausgeben lassen und ich möchte ganz gerne hier eine andere Darstellung. Ich werde hier mit Subplots arbeiten, um einfach direkt die Bilder nebeneinander zur Verfügung zu haben, so dass man es dann auch direkt sieht, was OpenCV nach dem Methodenumfang und nach den ganzen Parametern, die bestimmt wurde,
dann auch anwendet. Das möchte er nicht. Fix size. Und dann x1 im Show und das Image. Na, ich füge noch einen Titel hinzu, dann sieht man wenigstens das auch als Überschrift. Set vergrößern wir das Ganze noch. Und damit ich das jetzt hier nicht so insgesamt nochmal abtippen muss, bediene ich mich da Copy-Paste. Ich glaube, ich muss das nur ein bisschen hoch machen, dann sieht man das auch besser. Ist natürlich dann Access 2. Und das ist dann das an des Picture und hier nehme ich dann das DST. Irgendwo habe ich hier einen Tippfehler drin. Ja, das wäre natürlich auch gut, wenn man ihm sagt, welches Bild denn gespeichert werden soll. Dann haben wir die nächste. Ja, nicht Font, sondern und hier sieht man dann, wie die einzelnen Parameter angewendet wurden. Im linken, vielleicht vergrößere ich es noch ein bisschen, dann sieht man das auch gut. Im linken Bild das originale Bild, wie es dann auch eingelesen wurde. Und das rechte Bild ist dann nach der Anwendung von OpenCV, wo er dann die ganzen Verzeichnungen rausgerechnet hat. Wie dann auch hier dann in dem Bild zu erkennen. Was schon mal passieren kann, ist, dass OpenCV dann nur noch einen Ausschnitt davon zeigt, weil das dann insgesamt vergrößert, um die Schwarzstellen hier zu füllen. Da nicht irritieren lassen. Und man sieht halt, welche Verzeichnungen dahinter steht und dass das dann soweit korrigiert wurde. In den nächsten Schritten wäre es dann so, dass man das für einen kompletten Datensatz dann verwendet, um die Einzelparameter dann auch rauszurechnen, die einzelnen Bilder zu korrigieren und dann für die Fotogrammetrie insoweit vorzubereiten, dass dann auch dementsprechend die einzelnen Bilder aneinandergelegt werden können, um dann auch eine 3D-Rekonstruktion zu schaffen. Ebenso bietet sich dieses OpenCV-Portfolio an, für dann auch die Z-Komponenten rauszurechnen. Auch das geht dann über mehrere Bilder, dass wir dann eine Tiefeninformation auch bekommen. Aber aufgrund der Zeit ging es mir darum, einen praktischen Einstieg auch mal zu zeigen, wie hole ich die Kameraparameter letzten Endes in OpenCV raus. Und wie kann ich die einzelnen Verzeichnungsparameter anwenden, sodass ich die Einzelbilder auch korrigieren kann. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Es ist ja jetzt doch ein relativ langes Video geworden. Und wenn es Fragen dazu geben sollte, stehe ich, wie auch meine Kollegen, Kolleginnen oder der Herr Professor Bongartz Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich und wünsche noch in diesem Sinne einen guten Rutsch dann auch ins neue Jahr. Tschüss.